So, und da bin ich wieder. Gehen wir jetzt mal rein. In den Turm. Ah. Warte mal, was? Verwenden? Okay. Was gibt's denn hier alles? Was ist denn das? Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Ah, okay. Was gibt's denn hier noch? Also hier kann ich dann wahrscheinlich wieder runter. Was ist hier? Ich bleib bei der Fackel erstmal. Achso. Lehrlingszauberstab. Ja, zerlegen. Wir nehmen lieber die Runen mit. Ah, ich sehe da was. Okay. Ich glaube, man muss ein bisschen mehr Schwung nehmen. Oder warte. Okay. Was haben wir hier? Erinnert mich auch ein kleines bisschen an Zelda. Mit diesen Dungeons. Okay, heftig, wie das da hinten alles rot leuchtet. Warte mal, gibt's hier... Ah, hier die Treppe. Ich muss die Treppe runter. Okay. Hier ist noch eine Tür. Ein Feuerball. Ich glaube, ich brauche einen Feuerball. Nicht? Muss ich hiermit vielleicht noch weiter nach oben? Ich glaube, ja. Oh. Was haben wir denn da? Okay, es wird langsam hell. Das, also es ist schon hell. Okay, jetzt brauche ich den richtigen Schalter. Für die Tür. Okay. Nein! Ich dachte schon, ich falle jetzt. Ah, nein. Okay, ich muss hier lang. Wo muss ich lang? Den Schalter überhaupt. Hier ist ein Weg. Ich
Wenn ich den jetzt verwende, wo komme ich hin? Wo lande ich jetzt? Aha. Geschafft. Da ist wieder eine Truhe. Wo führt das hier hin? Wieder zu einer Truhe, wo wir nicht rein können. Geh mal hier hin. Hier ist auch noch eine Truhe versteckt. Perfekt. Noch mehr Feuerbälle. Was soll ich mit diesen Feuerbällen? Ah, und hier haben wir den Knopf. Der hat jetzt den hier nicht aufgemacht. Warum nicht? Der hat aber den hier aufgemacht. Ne, doch nicht. Du kannst einen Sprintsprung verwenden, um mehr Distanz zurückzulegen. Sprint und nimm Anlauf, bevor du springst, um auf scheinbar unerreichbaren Plattformen zu landen. Oh! Machen wir gleich. So, Heilungsstrom. Hier ist noch ein Knopf. Okay. Ah, jetzt hat er da aufgemacht. Okay, perfekt. So, Metallstreitkolben. So, zerlegen. Die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir sind keine Magier. Das ist nur die Frage, wo müssen wir als nächstes lang? Ich guck mal, was das hier jetzt macht. Hochweit Schnellreise. Ich guck hier, ich sehe mich hier erstmal um. Vielleicht gibt es hier noch was. Boah, die Musik ist aber auch echt schön. Ich sehe hier keine versteckten Truhen. Kann ich von hier aus mein Zuhause sehen? Müsste eigentlich da vorne sein. Ich erkenne es nur nicht. Okay, wir benutzen das Ding jetzt mal. Mit der Flamme kommunizieren. Die Warten schalten Schnellreise frei. Reise zu dieser Warte, indem du die Karte öffnest und ihren Standort auswählst. Nochmal. Öffne die Karte und setze die Schnellreise ein, um diese Warte zu erreichen. Schnellreise. Hier kam ich jetzt an. Ich habe das gemacht, was er wollte. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Gluter. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. 8 Marker hinzugefügt. Elixierbrunnen. Noch ein Elixierbrunnen. Haben wir da? Refugium der Flamme. Noch ein paar Fragezeichen haben wir hier. Eine Geschichte des Feuers. Es haben sich hier auf jeden Fall einige neue Punkte hier offenbart. Ah,
So, Flammenaltar und Basisverbesserung. Ich kann wieder mein Zuhause verbessern. Okay. Kann ich von hier aus bis nach Hause fliegen? Welche Seite ist denn zu Hause? Ich glaube da lang, oder? Wo ist denn die Brücke? Da ist die Brücke. Ich hoffe, die Ausdauer reicht aus. Langsam wird's kritisch. Ich lande mal hier oben. Nein! Nein! Scheiße, nein! Okay, nochmal von vorne. Aber diesmal nicht so weit hoch. Und meine Sachen wieder einsammeln. Ich lande mal hier. So, Ausdauer wieder voll machen, beziehungsweise ich esse auch mal. Was? So gegrilltes Wolfsfleisch. Obwohl, wir können auch das hier essen, die lila Beere. Das füllt unsere Gesundheit auch nochmal etwas schneller. Nein! Ich wollte fliegen. Bitte sag mir, dass das jetzt nicht ganz da oben ist, sondern wirklich unten hier gelandet. Das wäre jetzt doof, wenn es da oben ist. Nein, es ist da oben. Warte mal. Ich werde Folgendes machen. Ich versuche mal da wieder zu landen. Oben drauf. Ah, das ist jetzt echt doof. Versuche mal aber diesmal von der Seite zu landen, statt irgendwie hier wie frontal drauf. Ja. So, 64 Runen hatten wir. Boah, die wären einfach weg gewesen. Die wären ansonsten einfach weg gewesen. Okay, das ist jetzt echt doof gewesen. Wieso sterbe ich jetzt auf einmal so oft? Ich bin zu übermütig, glaube ich. Ich hoffe, es ist aber jetzt auch wirklich irgendwo oben gelandet. Unten landet. Nicht oben.
Ja, es ist oben gelandet. Perfekt. So. Wieder alles mitnehmen. Dann springen wir lieber hier hin. Ah, die vierohrigen Hasen. Live-Let's Play, das heißt, nein, ich streame nicht auf YouTube, das wird, also ich bin auf Twitch live, aber auf YouTube wird dann das später hochgeladen. So, jetzt will ich mal gucken, die Flamme können wir jetzt aufwerten, hieß es, ne? So. In den Gewölben der Erbauerhallen stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht werden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land, und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. So. Miasma-Seele fehlen mir, 5 Stück. Okay, Stärke der Flammen. Ich werde das wahrscheinlich zurechtschneiden für YouTube. Also, mal gucken. Wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich eher von der Länge her so sein wie die anderen Folgen auch. So, nochmal sortieren. So, hier habe ich nichts. Ne, vor allem, Twitch hat ja ein Problem damit, wenn man hier irgendwie ein Dual-Stream hat. Beziehungsweise YouTube ist die einzige Plattform, die bisher sich noch nicht darüber geäußert hat, dass sie ein Problem damit hat, wenn man auf zwei Plattformen gleichzeitig streamt. Baue einen weiteren Flammenaltar. Wieso muss ich jetzt noch einen weiteren Flammenaltar bauen? Hä? Und Basisfunktion. Du kannst dein Zuhause auf verschiedene Arten vergrößern. Die Aufwertung des Flammenaltars erhöht die Baureichweite. Wenn du die Flamme stärkst, erhöhst du deine Miasma-Passierstufe und kannst zusätzlich weitere Basen machen. Bau an einem beliebigen Ort in der Wildnis einen zweiten Flammenaltar. Lassen wir erstmal. Ich will, ich mache erstmal eine Geschichte des Feuers. Ist ja nicht weit von hier. Sagen wir mal so, YouTube ist, naja, also sagen wir so, ja, wie soll ich sagen, also, klar, es ist halt, was Videos angeht, die beste Plattform, die man momentan haben kann, aber als Creator ist das nicht, naja, sagen wir so, da sind, gibt viele Sachen zu wünschen. Genauso wie für Livestream Twitch bisher die beste Plattform ist. Obwohl YouTube da auch schon starke Konkurrenz macht. Aber Twitch ist auch nicht gerade die optimalste Lösung, sagen wir so. Es hat, es ist halt nur das bessere Übel. Wenn man live sein will. Ja, hat alles Vor- und Nachteil. Da hast du recht, auf jeden Fall. Ah, da haben wir wieder ein paar Gegner. Mit. Ja, ich finde schön, dass wir eigentlich schon mittlerweile 6 Minuten im Jasper durchhalten können. So.
einmal Wolfsfleisch wieder essen. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, obwohl ich genau vor ihm war. Metallschrott. So, alle erledigt. Perfekt. Der hat Wasser gehabt. So, explosives Zeugs. Mysteriöses Fläschchen. Das Elixier, eine Luft des Elends. Ich begreife die Formel nicht ganz. Sie ist raffiniert, jenseits aller Vorstellungskraft. Es überrascht mich nicht, dass der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist. Hergestellt aus dem Fleisch dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen. Es verleiht Macht. Doch nur ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorgen. Dies wird niemals ein Heilmittel sein. Das hier wird niemals ein Heilmittel sein. Es wird immer eine Waffe sein. Vielleicht wollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken. Balthasar. Was aber noch so ein Fläschchen? Was hat Balthasar gemacht? Das frage ich mich jetzt gerade. Was mit diesem Fläschchen auf sich hat. Ah, da oben ist der nächste. Jo, der hat mich trotzdem erwischt. Den da. So, mitnehmen. Jetzt stecke ich ein bisschen fest. Was hat er? Schrottpfeil. Schrottpfeile sind auch gut. Aber ich finde es gut, dass wir hier mittlerweile in der Lage sind, ohne Probleme reinzukommen. Sie? Da war ich nicht. Das war schon so, als ich hier angekommen bin. So. Kiste auch nochmal plündern. Perfekt. Gibt es hier sonst noch jemanden? Ich glaube nicht. Banditenlager ist leer. Wohl da? Da ist noch einer. Ah, und hier. Perfekt. Ich finde schön, wie viel Schrott die haben. So, lesen. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertan aufschlagen. So, Jägerbogen. Gucken wir mal. Der hat 10 Kraft. Der hat auch 10 Kraft. Stufe 3. Auch Stufe 3. Ich glaube, ich würde den hier ernehmen. Und den hier dann zerlegen. Haben wir nochmal 18 Ruhm. Genau, schuld sind immer die anderen. Da hast du recht. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche? Da. Können wir auch nochmal zerlegen.
So, mal gucken, was hier sonst noch gibt. Bisher sehe ich nichts. Also nichts von Relevanz jetzt gerade. Zumindest für mich jetzt gerade. Muss aber weiter in die Richtung. So, wieder im Miasma. Boah, ich liebe dieses Wort. Miasmas. Irgendwie so ein cooles Wort. Yo. Werde ich erstmal von so einem Käfer attackieren. Ne, ist ja alles potenzielles Fressen, was lebt, ne? Ah, hier ist der Weg. Ich habe ihn jetzt gerade nicht sehen können. So, Hintertan. Das hier ist Hintertan. Ah. So, viel Zeit haben wir jetzt aber auch nicht, um hier alles zu erkunden. Eigentlich müssen wir aus dem Miasma so schnell wie möglich raus. Henkers Axt, 21 Schaden. Aber es ist eine Zweihandwaffe, glaube ich. Zweihandwaffen brauche ich nicht. Oh. Alter, das ist hier. Noch einer. Okay, die sind aber mit einem Schlag down. Immerhin. Muss hier irgendwie durchkommen, bringt ihm den Weg hier wieder raus. Aus dem Miasma. So, und hier hin. Ah, wir sind schon raus. Ah, okay. Warte mal. Ah, okay, da muss ich hin. Lesen. Eine Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland. Eine lange Reise. Ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod. Auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in der Guntrum Gruft zur Ruhe gelegt. Mögen die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz alledem überleben könnte. Eine tiefe Beinwunde, aber vielleicht nicht zu schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er mir zu sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Oh,
Da leuchtet auch wieder was. Was ist denn hier? Hier gibt es auch wieder was zu lesen. Mit einem Fuß im Grab. Heute haben wir wieder einen zu Grabe getragen. Die armen Leute, sie sind den ganzen Weg gereist, um Schutz zu finden. Doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott. Diese Kirche wird nicht viel mehr standhalten. Das hat Helen schon gesagt. Der Wind heult und bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Hallen. Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen. Und wir sind zu sehr damit beschäftigt, die Leute der Karawane zu versorgen, um es zu flicken. Trotzdem müssen wir bleiben. Wir werden hier gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden. Diese Vagabunden neben Relikten und Artefakten zu begraben, kommt mir falsch vor. Aber vielleicht hat Helen recht. Vielleicht müssen die alten Zeiten neuen Bräuchen und Riten Platz machen. Auf der Seite auch noch was? Nö. Ich merke schon. Hier sind gleich irgendwie Gegner noch. Alter, die leuchten ja grün. So, was gibt's hier? Jägerbogen, Stufe 3. Wie stark sind jetzt die grün leuchtenden? Ach, das sind Untote. Nehme ich mal mit. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier auch Untote finden. Auf der Seite auch. Jo. Aber nur der eine. Okay. Oben ist wieder was. Oben sind auch nur Tote. So, nehmen wir mit. Was gibt's hier? Eine neue Saison. Die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit. Sie errichten etwas ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flamme soll das sein, sagt Salim. In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim besteht darauf, am Feuer sprechen sie über ihre Heimat, den Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagt Salim. Das erste Zeichen des Frühlings. Er ist ein Narr, wenn auch ein niedlicher. So, kann ich hier pennen? Jo, ich kann hier schlafen. Bei den Geräuschen würde ich hier aber echt ungern schlafen wollen. Muss ich ehrlich sagen. So, noch ein Leuchtfeuer. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Weg nehmen muss. Erkunden tun wir später. Meine. Ach nö. Diese Bienen, ey. Ja, jetzt kommen die beiden Wölfe. Fell und Fleisch. Und Knochen halt. So. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Durch das Miasma hier? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss weiter nach oben, ne?
Aber meine Ausrüstung hält nicht mehr lange durch. Also mein Schwert zumindest. Okay, da haben wir eine verfallene Burg. Ja. Komm, wenn du Stress willst. So. Was haben wir denn da? Krypta der Bauer, Alchemist. Oh! Da haben wir den Alchemisten in der Nähe. Hat er schon hiermit was zu tun? Stufe 3? Wieso bin ich hier so langsam? Der mit seinem Granatenwerfer hier. Krypta der Bauer Alchemisten. Ah, okay. Wir sind hier schon richtig. Das ist es. Nicht, dass ich jetzt heißt, dass ich den jetzt irgendwie vorwegnehme. So. Gibt es hier noch mehr? Da ist noch was zu lesen. Gibt es hier irgendwo einen Amboss? Unsere Beute ist verstaut. Die Beute war zu gut, um sie mit dem Rest dieser Halsabschneider zu teilen. Also versteckte ich die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Okay, hier ist ihr... nein! Jetzt bin ich hier runtergefallen. Und noch rum. Also hier ist irgendwo eine Höhle versteckt. Das ist doch Lava. Den Platz habe ich in der Tasche. So. Den zerlegen wir mal. Das ist... kann ich irgendwo sehen, was das für ein Dings ist? Einhand oder Zweihand? Ich sehe nur Nahkampfwaffe, aber... Okay, ist eine Zweihand. Dann weg damit. Wer ist jetzt der Alchemist? Jo. So, erstmal alle looten. Gucken wir mal, gibt es hier einen Amboss? Nope. Unten vielleicht? Ich brauche einen Amboss. Ich muss meine Sachen reparieren.
Ich glaube, sobald wir die Truhe aufhaben, geht das da los. Für einen Hirtenstab. Wo ist denn das? Verlegen. Nein, das wollte ich nicht. So. Nach oben damit. Beziehungsweise rohes Fleisch können wir da nach unten hinpacken. Okay, gehen wir hoch. Hol, warte. Ich dachte kurz, da wäre ein Amboss. Auch ein Amboss. Das mit dem Watchtime-Command nicht, Pascal, weil ich den nicht aktiviert habe. Ah, hier. Hier konnte ich reparieren. So, Überlebenden aufwecken. Balthasar! Da haben wir den. Da haben wir den Balthasar. Was gibt's denn hier oben noch? Krypta des Alchemisten. Neuer Ort kartiert. Hier oben gibt's nichts mehr. Da war was. Da ist eine Truhe. Ah, egal. An die Truhe komme ich nicht mehr ran. Hätte ich vielleicht vorher gucken müssen. Richtung, ne? Jo, haben wir geschafft. Da ist eine Höhle. Ist das die Höhle, von der gerade geschrieben wurde, oder ist das die, wo ich hin muss? Ich glaube, das ist die, wo ich hin muss. Au. Okay, da hat jemand geschossen. Ah, die treffen sich aber auch gegenseitig, okay. So, erster Angriff. Ich muss auch mal meine Pfeile nutzen. Wenn ich die schon habe. Plünderer. Ah, okay, das war jetzt das. Heulende Klinge, legendär. Warte. Wenn ich den jetzt zerlege, 58 kriegen wir. Die sieht ja richtig nice aus. Die leuchtet sogar ein bisschen. Boah, wir haben ein kleines Flammenschwert. Eine Blutklinge. Finde ich nice. So, jetzt nochmal kurz hier gucken. Plünderer Versteck. So, und da will ich hin. Ich glaube, ich muss nach oben, ne? Standort oben.
Die muss ich dann nachher verbessern, die Klinge. Guck mal außen rum. Da gibt es hier noch irgendwie einen Weg. Ja, da, das sieht aus wie ein Weg. Das sieht aus als der Weg, der dann irgendwie nach da oben führt. Wenn ich jetzt nochmal auf die Map gucke. Ist das ein weiter Weg auf jeden Fall nach dahin. Sehr weiter Weg dann. Ach nö. Was haben die für ein Problem mit mir? Immer diese Fliegen, ey. Wie viel Platz haben wir im Inventar noch? Haben wir Sachen, die wir nicht brauchen? Wir haben schon 60 Schrott. Boah, das ist nice. 60 Schrott ist gut. Friedlicher Acker. Alter, wie viel Mais. Okay, das meiste gibt eher Pflanzenfasern. Also mir egal. Wir reißen alles hier raus. Und gehen dahin weiter. Okay, da wurde was getötet. Von was? Von einem Wolf. Natürlich, von was auch sonst. Ich glaube, wir hätten die Klinge vorher vielleicht verbessern sollen. Warte mal. Ist das schon das, was ich denke, was es sein soll? Müssen wir vielleicht da unten rum rein? Ich weiß es nicht. Gerade keinen Schimmer. Den Weg da? Führt das nach oben? Nee? Ah doch. Ich gehe erstmal dahin. Um erstmal zu gucken, ob das der Weg ist oder nicht. Das ist das, okay. Das ist es schon. Standort oben. Obelisk der Erbauer. Stufenaufstieg 4. Nice. Aber erstmal lesen. Die Welt erlischt, ihre Flamme erstickt. Die Menschheit wird vergehen, wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erloschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus aus Zerstörung und Chaos.
durchsuchen. Reisestiefel. Okay. Das hier will ich auch noch lesen. Müde. Als Kinder taten wir so, als würden wir sie lesen. Aber die Obelisken verbergen ihre Wahrheiten vor uns. Ich war ein Narr, als ich dachte, ich könnte hier eine Lösung für meine Probleme finden. Niemand erhört meine Gebete und ich bin so müde. Ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Bruder. Verzeih mir, Vettel. Wer ist jetzt Vettel? Aber wir haben hier wieder zwei Punkte. Das haben wir auch freigeschaltet. Die maximale Menge an physischen Schaden, die deine Rüstung abwehren kann, wird um 10% erhöht. Ausweichangriff können wir noch nicht. Reinigung auch nicht. Das wäre das nächste, was wir machen könnten. Dann nochmal hier in Konstitution. Ah, die kann... Man kann hier miteinander kombinieren. Hier also Kampfmagier wäre dann hier auch mit Ausweichangriff. Nice. Was ist das? Nemesis. Wenn ein Verbündeter die Aufmerksamkeit eines Feindes auf sich zieht, gilt das auch für dich. Ich guck mal, was gibt's denn hier? Konstitution erhöht deine Konstitutionattribut um 1. Komm, ich mach mal hier. Und hier auch nochmal. Stärke dein Stärkeattribut um 1. Wird wieder erhöht. Dann hier nochmal Stärkeattribut. Dann hier Kondition. Kondition. Geschick. Geschick. Willenskraft. Nochmal Willenskraft. Intelligenz und. Ah. Wird wahrscheinlich alles noch gebraucht hier. Also. Alles irgendwie notwendig. So. So. Hintertan haben wir hier und friedlicher Acker. Dann Schrein der Flamme. Nochmal ein Schrein der Flamme. Krypta der Bauer Schmied ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. So, Elixierbrunnen. Wo war mein Zuhause? Krypta der Bauer Jägerin. Da müssen wir auch nochmal hin. Ah, hier zu Hause. Da. Machen wir dahin eine Schnellreise. Und dann können wir den Balthasar auch mal da hinsetzen irgendwo. So, Beschwörung. Balthasar der Alchemist. Packen wir ihn mal dahin. Hey! So, und eben kurz oben einlagern. So, haben wir was für hier? Was für hier haben wir auch? So, Schrott würde ich auch erstmal hier packen wollen. Was ist das da? Salz. Pack ich auch mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Salz brauchen. So, Rucksack. Magiewiderstand 10 und 5. 2 und 2. Aber warte, den können wir verbessern. Den ja auch. Hä? Dann warte mal, dann bleibe ich bei den Kämpferstiefeln und... Du hast Ausdauerregeneration. Ich weiß nicht. So, erstmal, du warst also an der Spitze der Warte, hm? Ich kenne ein paar Leute, die alles für so eine Aussicht geben würden. Obwohl, vielleicht gibt es jetzt weniger Trubel zu beobachten als früher. Die heulende Klinge. Du schwingst die heulende Klinge? Ich habe sie für sie geschmiert, bevor sie mich verließ. Gut, du darfst sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohre das Herz des Miasmas, Flammblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Deine Tochter? Herstellen? Hm.
So, 22 Schaden gibt das Ding. Okay, perfekt. Und hier bösartig. Aber wir bekommen die Punkte ja auch wieder. Ne? Warte mal. Kann ich auch andere Sachen? Ne, ich kann... Rucksack, keine aufwertbaren Gegenstände. Aktionsleister. Ah, okay. Warte mal, muss ich die Sachen vielleicht ausziehen? Erstmal. Ablegen. Ablegen. Damit ich die verbessern kann. Laufen wir erstmal dann in Unterhose hier rum. Hoppala. Nein. Okay, dann ausrüsten. Kurz gehofft. So. Du bist Balthasar. Endlich kann ich mich an die Arbeit machen. Ich werde dir wirklich behilflich sein. Kein Zweifel. Irgendwelche neuen Entdeckungen? Über Magierstäbe und Zauber? Wie ich sehe, stehst du mit der Flamme in Verbindung. Oh, glorreiches Licht. Du musst der Magier magiefähig sein. Warum versuchst du es nicht? Zauberstäbe sind einfach zu benutzen, aber für Magierstäbe braucht man Zauber als Munition. Ich kann dir das beibringen. Stelle mit mir einen Magierstab aus totem Holz her und du wirst spüren, wie das Licht durch deine Adern fließt. Wirklich? Nee, danke. Schreinerei? Ein weiteres Paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer... befindet, glaube ich, für diese Leute. Warum siehst du dich nicht um? Was kann ich mit ihm machen? So. Oh, ein Schleifstein könnte ich machen. Insektenstaub. Leuchtstaub. Geister-Magierstab? Alchemisten-Lehrlingsset. Nee, danke. Bücher? Oh. Ein Buch, Vermittler von Wissen, Grundlage des Fortschritts und ein Feuerwerk der Fantasie. Dafür braucht man alte Bücher, um normale Bücher herzustellen. Ah. So, und was ist mit der Flamme? Mit der Flamme kommunizieren. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltinkturen als sehr hilfreich erweisen. Hier kann ich noch nichts machen. Wachs, Salz, Funken, Miasmaholz, Feuerstein, Kohle, Plünderer, Mutterkopf. So. Oh, die Flamme ist weg. Nicht genug Materialien? Was fehlt denn da? Warte mal, kann ich beim lieben Herrn Schmied was Neues herstellen an Schilden vielleicht? Magieschilde, Einhandwaffen, Kämpferset, Fellrüstungsset. Eher wenig. Okay, warte mal, dann würde ich Steinassistent, eine Geschichte der Fäulnis. Also Krypta der... okay, ich muss so oder so zuerst an ihr, also Wegpunkt setzen. Und danach dahin.